herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt kurz über meinen Bereich, die klinische Neurotechnologie, sprechen. Das ist also der Bereich, mit dem ich mich beschäftige. Und als Neurotechnologie bezeichnet man Technologien, die Hirnaktivität, und das kann chemische oder elektrische Hirnaktivität sein, messen kann und analysieren kann, aber auch Technologien, um Hirnaktivität spezifisch zu verändern. Man kann diese Technologien einsetzen, zum einen, um ein besseres Grundverständnis der Funktionsweise des Gehirns zu bekommen. Man kann sie aber auch einsetzen, um zum Beispiel Diagnostik und Therapien durchzuführen. Und ein dritter Bereich ist zum Beispiel auch die Steuerung externer Geräte. Und da sind wir jetzt in der Schnittstelle zur Neurorobotik. Die Neurorobotik umfasst nicht nur simulierte neuronale Systeme, sondern eben auch Anschluss von Robotern an das Gehirn. Und das ist etwas, was ich hier in Tübingen über viele Jahre bearbeitet habe. Und damals kam ich im Prinzip durch Niels Bierbaumer hier nach Tübingen. Der hat nämlich die erste klinisch relevante sogenannte Gehirn-Computerschnittstelle entwickelt und auch erfolgreich eingesetzt, und zwar bei einem Patienten mit ALS. Das ist eine Erkrankung, die dazu führt, dass man irgendwann vollständig gelähmt ist und nicht mehr sprechen kann und auch nicht mehr laufen oder sich anderweitig bewegen kann. Und er hat diesen Patienten ermöglicht, durch die Modulation ihrer Hirnaktivität einzelne Buchstaben auf einem Bildschirm auszuwählen und darüber einen ganzen Brief zu formulieren. Und dieser Brief wurde damals in Nature publiziert und hat dann eine große Welle des Enthusiasmus für Gehirn-Computerschnittstellen angestoßen. Und etwa zur gleichen Zeit wurde eine andere Anwendung von Gehirn-Computer oder dann in diesem Fall Gehirn-Maschine-Schnittstellen entwickelt, und zwar die Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit. Hier wurden Hirnimplantate eingesetzt, zum Beispiel bei Affen, das sehen wir hier jetzt unten links. Da wurde ein Implantat ins motorische Areal eingepflanzt und dieser Affe war dann in der Lage, einen Roboterarm zu steuern und Marshmallows zu essen. Später hat man dieselbe Technologie auch bei Menschen eingesetzt mit Hirnstamminfarkt, die dann auch an allen vier Extremitäten gelähmt sind. Und wie Sie hier sehen, das ist eine Arbeit von John Donoghue, der jetzt in Gent forscht. Die Dame hat zwei Hirnimplantate und steuert diesen Roboterarm in drei Dimensionen und kann damit zum ersten Mal wieder Kaffee trinken. Oder eben die Dame rechts, die da einen Schokoladenriegel abbeißt. Jetzt muss man natürlich sagen, Implantation von solchen Mikroelektroden ist riskant. Das kann zu Blutungen und Infektionen führen. Gerade bei diesen Patienten ist das Risiko etwas erhöht. Diese Implantate sind nicht zertifiziert für den langfristigen Gebrauch. Und keiner dieser Patienten hat diese Technologie im Alltag wirklich eingesetzt. Das sind Demonstrationen, die für die Publikationen oder für wissenschaftliche Fragestellungen, die man da untersuchen möchte, aufgebaut wurden, und keiner dieser Patienten nutzt diese Roboterarme, das ist jetzt ein Roboterarm der DLR tatsächlich, in seinem Alltag. Daher haben wir in Tübingen daran gearbeitet, nicht-invasive Neurotechnologien einzusetzen, zum Beispiel den Einsatz von Elektroenzephalographie, also das, was auch Gray Walter lange beschäftigt hat. Und wir sehen jetzt hier mal ein Beispiel. Das sind querschnittsgelähmte Patienten, die noch in der Lage sind, ihre Schulter und ihre Ellenbogen zu bewegen, aber nicht in der Lage sind, einzelne Alltagsgegenstände zu greifen und zu manipulieren. Das kann zum Beispiel eine Tasse sein, das kann eine Dose sein oder ein Stift. Und diese Patienten haben wir mit einem Exoskelett ausgestattet und eben mit dem EEG, mit der Elektroenzephalographie, verbunden. Und die Patienten waren dann in der Lage, indem sie daran gedacht haben, dass sie ihre Hand schließen, diesen Roboter zu bedienen, dieses Exoskelett, und damit auch sicher Gegenstände zu greifen. Die Patienten konnten vor allem das Labor damit auch verlassen. Dieser Herr ist dann in ein Restaurant gefahren mit seinem Rollstuhl, wo das System integriert war, und konnte dann zum ersten Mal wieder mit Messer und Gabel essen. Wir haben die Patienten gefragt, was wollt ihr denn jetzt machen mit eurem neuen System? Und einer hat gesagt, ja, er würde gerne, er hat seit Jahren keine Kartoffelchips mehr gegessen. Dem haben wir dann die Kartoffelchips besorgt in dem Restaurant, und ich habe das mehr oder weniger zufällig aufgezeichnet. Es war gar nicht mehr Teil der klinischen Evaluation. Und wie man hier sehen kann, hat der Patient es dann auch geschafft, diese kleinen zerbrechlichen Gegenstände zu greifen und zum ersten Mal wieder zu essen. Also man sieht hier sehr klar Verbesserung der Lebensqualität. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die konzeptionelle Ebene. Also diese Systeme
übersetzen Hirnaktivität in Steuersignale externer Geräte. Das kann ein Exoskelett sein, das kann ein Roboter sein. Und dieser Roboter oder dieses Exoskelett erzeugt wiederum sensorisches Feedback, das wiederum auf das Gehirn zurückwirkt. Jetzt hatten wir Patienten mit Schlaganfall untersucht und die haben das über einen Monat täglich über eine Stunde eingesetzt, Hand auf, Hand zu. Und was wir dann nach einem Monat gesehen haben, war ganz erstaunlich. Und zwar hat sich zum einen die Hirnaktivität verändert. Und zwar war bei den schweren Schlaganfällen im Prinzip beide Hirnhälften aktiv, um den Arm oder die Finger zu bewegen, die sich dann aber nicht bewegt haben, weil sie ja diese schwere Lähmung hatten. Und nach einem Monat hat sich dann die Aktivität wieder, man sagt dann, relateralisiert, also auf die gegenüberliegende Seite fokussiert. Und mit dieser Relateralisierung ging auch eine Verbesserung der tatsächlichen Handfunktion einher. Das heißt, der Einsatz dieses Closed-Loop-Systems hat zu funktionellen und strukturellen Veränderungen der Hirnaktivität geführt. Und man kann also diese Hirncomputer- oder Hirn-Maschine-Schnittstellen nicht nur zur Assistenz einsetzen, also zum Beispiel, um Kartoffelchips wieder greifen zu können, sondern wenn man das regelmäßig macht, passt sich das Gehirn an oder, ja, und man würde dann von einem sogenannten rehabilitativen System sprechen, also einer rehabilitativen Hirn-Maschine-Schnittstelle. Und dieses Prinzip wurde jetzt nicht nur an der oberen Extremität demonstriert, sondern in einer Arbeit, die im Prinzip 2016 begann, nämlich in Brasilien bei der FIFA. Jetzt muss ich mal gucken, dass das abgespielt wird. Ja. Ein komplett querschnittsgelähmter Patient, der hier in ein Exoskelett eingespannt wird und dann wieder läuft. Das Ganze wird neural getriggert, also immer wenn er laufen will, geht's los. Und man sieht, nach 5 Monaten konnte er plötzlich wieder ein bisschen das Bein bewegen und nach 13 Monaten, er hatte auch ein bisschen mehr Gefühl in den Beinen, nach 13 Monaten konnte dieser Patient auch seine Beine wieder so weit bewegen, dass man jetzt davon ausgehen könnte, das ist eine Art Lokomotion, also eine Laufbewegung, aber natürlich waren die Muskeln noch so schwach, dass er nicht eigenständig laufen konnte. Aber es zeigt, dass der Einsatz dieser Technologie dazu führt, dass sich der Körper daran anpasst und auch das Nervensystem und mögliche verloren gegangene Funktionen wiederhergestellt werden können. So, und jetzt hier ein ganz aktuelles Beispiel. Das ist eine Arbeit aus Lausanne von 2016, die in Nature Medicine veröffentlicht wurde, erstmal im Tiermodell. Das ist eine Ratte, deren Rückenmark durchtrennt wurde. Das heißt, die Ratte dürfte eigentlich nicht mehr laufen. Was man gemacht hat, man hat ein paar Mikroelektroden in das Gehirn eingepflanzt und hat diese Mikroelektroden verbunden mit einem Stimulator unterhalb des Querschnitts. Und immer wenn die Maus nach vorne gehen wollte, wurde dann das Rückenmark stimuliert und die Ratte konnte wieder laufen. Und jetzt hat man nach diesem Prinzip ein System entwickelt, das auch bei querschnittsgelähmten Menschen eingesetzt wird. Das ist eine Studie jetzt aus Lausanne. Da wird eine Elektrode etwas unterhalb der Läsion, also des beschädigten Areals im Rückenmark, implantiert. Und dann verbunden, aber in diesem System jetzt nicht neural, da waren die klug genug, da nicht noch einen Chip oben einzupflanzen, sondern dieses System wird getriggert durch EMG-Aktivität am Rumpf, also Muskelaktivität. Wenn die Patienten nach vorne sich beugen, dann geht's los. Und wenn der Stimulator aus ist, können die nicht mehr laufen. Wenn der Stimulator wieder eingeschaltet wird, laufen die Patienten wieder weiter. So, und das haben diese Patienten jetzt über viele Monate täglich gemacht. So wie wir das mit den Schlaganfallpatienten gemacht haben, die Kollegen das gemacht mit der Rückenmarkstimulation. Wie man hier sieht, kann der Patient nach ein paar Monaten das Bein wieder bewegen oder nach, ich glaube, das waren 8 Monate, konnte der Patient wieder selbstständig ohne Krücken laufen. Natürlich war der nochmal oben befestigt, aber das war eigentlich nur zur Sicherheit, dass er nicht stürzt. Der Patient konnte wieder selbstständig laufen. Also das ist, denke ich, schon auch sehr beeindruckend. Wir arbeiten hier in Tübingen durch die Baden-Württemberg-Stiftung unterstützt an einem robotischen System, das Schlaganfallpatienten auch im Alltag einsetzen können. Das ist jetzt hier eine Patientin mit Schlaganfall, die hatte den Schlaganfall vor 20 Jahren, die kann ihre Finger im Prinzip überhaupt nicht mehr bewegen. Und diese Patientin haben wir jetzt mit unserem System ausgestattet und haben es so weit entwickelt, dass die Patientin es selber tragen kann. Die Patientin kann es auch zu großen Teilen selber anlegen. Und es muss nicht mehr integriert werden in irgendeinen Rollstuhl. Das ist im Prinzip tragbar. Das System wiegt nur 400 Gramm.
Und hier hören wir jetzt die Patientin. Ich musste praktisch denken, Hand öffne dich. Öffnen und schließen. Und dann praktisch von Durchgang zu Durchgang war das wirklich gleichzeitig. Ich habe gedacht und die Hand hat es gemacht. Und das ist unbeschreiblich. Und in diesem System setzen wir im Prinzip maschinelles Lernen ein, um Hirnaktivität schneller und präziser klassifizieren zu können, also die Bewegungsvorstellung genauer auslesen zu können. Und zusätzlich haben wir in diesem System Intelligenz eingebaut, und da sind wir jetzt tatsächlich auch eher wieder im Bereich der KI, und zwar im Sensorik, Kontextsensorik, dass das Handexoskelett versteht, in welchem Kontext es sich befindet, zum Beispiel in der Küche, und welche Objekte vor dem Handexoskelett zu sehen sind. Das läuft dann über eine 3D-Objekterkennung, die dann die Hand genau anpasst an das Objekt. Weil diese Informationen können wir nicht aus dem Hirn auslösen, zumindest nicht, wenn man nicht ein Loch in den Schädel bohrt, also nicht invasiv. Gut, also ich fasse den ersten Teil mal zusammen. Die Neurobotik leistet einen wichtigen Beitrag, um die Lebensqualität und auch die soziale Teilhabe von Menschen mit Schlaganfall oder Rückenmarksverletzung wiederherzustellen. Der regelmäßige Einsatz dieser Technologie kann zu Umbauprozessen im zentralen Nervensystem führen, die dann auch zu einer Wiederherstellung verlorener Funktionen führen kann. Das heißt, diese Eigenschaft kann in der Behandlung von Erkrankungen des Gehirns eine wichtige Rolle spielen. Und ich bin ja nun auch Psychiater, das ist, glaube ich, gar nicht so richtig rübergekommen. Also ich bin Psychiater und Psychotherapeut. Und mich interessieren natürlich auch psychische Erkrankungen. Und man kann sich vorstellen, das, was wir aus der Motorik gelernt haben, lässt sich natürlich auch in andere Bereiche übertragen. Und da bin ich also im Prinzip auch sehr interessiert, an der Motorik zu lernen, diese Netzwerke zu charakterisieren und dann entsprechend durch Closed-Loop-Systeme zu verstärken und dadurch Hirnfunktionen wiederherzustellen. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil, und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, wir kommen jetzt auf die neuroethischen Aspekte nochmal zu sprechen. Das sind Aspekte, die mich natürlich in der Arbeit sehr beschäftigen, und wir haben mit Kollegen, die auch im Bereich der Neuroprothetik arbeiten, einen Artikel darüber geschrieben, nämlich ein Artikel, der sich damit befasst, wie ist das denn eigentlich mit Datensicherheit, wie ist das mit Schutz der Privatsphäre, wenn man Hirndaten im Alltag ausliest, und wie ist das eigentlich mit Verantwortung und Verantwortlichkeit. Und ich möchte dann ganz kurz auf das Problem hier eingehen. Bisher war es so, dass der Mensch entscheidet, also wir haben das klassische Verständnis von Wille, Entscheidung und Tat, und dann hatten wir ein Werkzeug, das im Prinzip passiv gefolgt ist. Jetzt haben wir die Situation, dass wir künstliche Intelligenz einsetzen, autonome Robotik. Die Maschine entscheidet selber und sucht den besten Lösungsweg für uns. Jetzt gibt es ein Problem: Wenn wir das Gehirn an diese Maschinen anschließen, dann sind die ja gar nicht mehr richtig autonom, sondern dann geben wir etwas vor, und das ist dann eine Interaktion. Das nennt man Shared Control. In so einem Szenario ist natürlich die Verantwortung nicht mehr klar zuschreibbar, weil am Ende weiß man nicht, war das jetzt, was der Roboter gemacht hat, das, was der Mensch eigentlich wollte. Und um auf die Aktualität einzugehen, möchte ich noch mal ganz kurz etwas, was auch mit Gray Walter zu tun hat, tatsächlich eingehen, und zwar auf das Bereitschaftspotenzial. Das Bereitschaftspotenzial wurde vor etwas mehr als 50 Jahren entdeckt in Freiburg und beschreibt eine negative Spannungsveränderung im Gehirn von wenigen Millionstel Volt, die schon 1,5 Sekunden vor einer willkürlichen Bewegung auftritt. Und später hat Benjamin Libet gezeigt, dass diese Potenzialänderung im Prinzip erst 500 Millisekunden vor der tatsächlichen Handbewegung bewusst wird. Das heißt, man hat schon eine Sekunde Vorlauf, wo im Prinzip das Gehirn schon plant, etwas zu tun, und dann diese geplante Aktion ausgeführt wird. Das hat eine große Diskussion über den freien Willen angestoßen, auf die ich jetzt natürlich nicht eingehen werde. Aber was wichtig ist, Lüder-Deke, der das damals in Freiburg entdeckt hat, übrigens mit der EEG-Maschine von Gray Walter, die Gray Walter entwickelt hat, der hat mehrere hundert Durchgänge gebraucht und hatte seine spätere Frau, das war seine Studienprobandin damals, in diesen faradayschen Käfig gesperrt und hat sie mehrere hundert Mal ihren Finger bewegen lassen und hat dann das Bereitschaftspotenzial ableiten können. Wir haben uns gefragt, können wir das Bereitschaftspotenzial auch außerhalb des Labors messen? Und dazu haben wir ein etwas spektakuläres Experiment gewagt, und zwar auch mit Herrn Dicke zusammen, der mittlerweile über 80 ist. Der ist da mitgekommen. Wir waren nach Innsbruck gefahren auf die Europabrücke, 192 Meter hoch, und haben uns gefragt,
Wie sieht denn das Bereitschaftspotenzial aus, wenn man von einer Brücke in die Tiefe springt? Natürlich mit einem Bungee-Seil. Und das hat dann einer von diesen Klippenspringern gemacht. Wir haben ihn ausgestattet mit einer Elektrodenkappe, Kabel los, und da springt er. Und er musste gar nicht oft springen. Wir haben das Bereitschaftspotenzial nach wenigen Sprüngen auch deutlich messen können. Und damit will ich jetzt eigentlich nur sagen, wir sind jetzt in der Lage, diese Hirnaktivität auch außerhalb des Labors zu messen. Und das hat natürlich eine Bedeutung, wenn wir jetzt das Bereitschaftspotenzial auslesen. Da gibt es natürlich eine Varianz, aber die Frage ist natürlich, ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt einen autonomen Roboter habe, der meine Entscheidung antizipiert? Der Benjamin Libet hat den freien Willen immer dadurch gerettet, dass er gesagt hat, aber man hat das Vetorecht. Und das ist genau das Entscheidende hier. Im Shared Control muss es im Prinzip immer die Möglichkeit geben, den Roboter, so klug er auch sein mag, noch zu unterbrechen. Und unser Körper verwirklicht das Prinzip natürlich sehr gut. Wir können bis 200 Millisekunden vor der eigentlichen Muskelaktivität das Ganze unterbrechen. Wenn wir das auslesen, eine Maschine, die irgendwas prozessiert, irgendwas macht, dann kommt das Veto möglicherweise zu spät. Ich möchte jetzt kurz zusammenfassen. Der breite Einsatz dieser neuroprothetischen, KI-gestützten Systeme im Alltag ist mit einer ganzen Reihe von neuroethischen Fragen verbunden. Und natürlich neben dem ganzen Aspekten wie Datensicherheit, Datenschutz und so weiter, ist ein zentraler Aspekt, dass wir einen Vetomechanismus implementieren, damit der Mensch immer auch die Verantwortung hat. Und die Möglichkeiten und Grenzen dieser Kombination aus KI, Neurobotik und Neurotechnologie, die sollten wir breit diskutieren. Deswegen bin ich jetzt hier und freue mich natürlich auf die Diskussion mit Ihnen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.